So, wir nehmen auf, oder? Ja, es schlägt aus. Wir nehmen auf. Sehr schön. Wir machen weiter bei Le Kirby. Und lass mal den Fernseher aus. So. Und also nicht den Fernseher, den Ton am Fernseher. Und ich wiederhole mich. Mir wurde gesagt, dass noch einige Codes fehlen, die ich im Spiel bekommen kann. Ich weiß nicht ganz wo. Also ihr dürft mir da gerne Hinweise geben. Ich werde jetzt nicht hier wild herumrennen und die suchen. Aber wahrscheinlich kriegt man so dann recht schnell die Sterne zusammen. Ich würde jetzt allerdings tatsächlich sagen, wir haben hier erstmal so nicht mehr viel zu tun. Wir gehen in die Welt 7 und räumen da erstmal alles auf. Und dann kann man ja immer noch gucken, was übrig bleibt am Ende. Was noch übrig ist, bis zu den 100%. Weil hier gibt es jetzt ja diese komischen Münzen oder was das ist, die es da in den Welten gibt. Na, bei jeder Welt zeigt es ja diese komischen, strangen Münzen an. Und wir wissen auch überhaupt nicht, was hier los ist. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die allererste Welt. Die ja, das haben wir schon rausgefunden, die ja alle Welten nochmal so, ne, thematisiert. Also ist das jetzt die erste Welt, die hier thematisiert wird. Und ja, da gehen wir mal rein. Und da gibt es eben dieses 0 von 50. Also offenbar muss ich 50 solche Dinger finden. Weil wenn es 50 gibt, wollen wir auch 50 haben. Aber was das ist, keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Oh, das ist okay. Das ist vom Aufbau her ist das genau der Anfang. Ist das dann okay? Sind das dann Abschnitte aus den richtigen Leveln, die jetzt nur schwerer geworden sind? Also so eine Art Hard Mode. Guck mal, da vorne ist so ein Ding schon. Und das ist aber, das ist nicht mal aus der ersten Welt, das ist aus dem Anfangsgebiet. Richtig, das ist aus dem Anfangsgebiet sogar. So, was bist du? Du hast ein Fragment von Leos Seele gefunden. Moment mal, das ist doch ein Teil von Leopolds Seele. Ja, so heißt sie auch. Jetzt wird so einiges klar. Okay. Falls dir gelingt, noch mehr dieser Fragmente zu finden, kannst du ihn vielleicht retten. Okay. Sammle weitere Fragmente, während du die isolierten Inseln im Reich der Werkesträume erkundest. Okay. Also dann haben wir hier keine Missionen, kein gar nichts, sondern wir müssen vor allem diese Seelenfragmente finden. Gut. Die wie Münzen aussehen. Dann machen wir das doch. Warum sind hier nur Hammertypen? Hier ist doch bestimmt eine Münze. Ja, genau. Okay. 2 von 50. Okay, aber jetzt wirkt es dann doch ein bisschen anders als das Anfangsgebiet, oder ist das? Na doch, der Aufbau ist ähnlich. Der Aufbau ist schon ähnlich, aber es ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, dass wir im Anfangsgebiet. Yo. Dass wir im Anfangsgebiet waren. Ist es dann so eine Compilation? Also ich könnte mir vorstellen, dass es dann so eine Art Compilation ist, dass alles so ein bisschen hier vorkommt. Dass es jetzt nicht das komplette Anfangsgebiet ist, sondern dass man immer so ein Stück. Ein Stück von dem einen, ein Stück von dem anderen und am Ende ist sie die ganzen. Shit. Am Ende sind die ganzen. Oh. Kommt jetzt kein Hammertyp mehr zurück? Ich meine, ja, da waren sehr viele Hammer und man hätte denken können, dass man den Hammer noch braucht. Aber ist kein einziger respawned? Das ist schlecht. Am Anfang vielleicht, mit Glück? Nein. Okay, vielleicht kommen später nochmal Hammertypen, dann können wir vielleicht zurücklaufen. Hem. Hust. Okay. Ja, hilft leider nichts. Hilft leider nichts. Mir rutscht hier nur gerade das Headset. Warum sitzt denn das heute so locker? Ganz komisch. Ja, das mit dem Hammer ist jetzt wieder blöd. Aber gut. Ja, natürlich sind da noch mehr Hämmer. Alles gut. Es hätte mich auch gewundert. Ja, und jetzt sind wir schon. Ach nee, da unten haben wir dann das Auto zum ersten Mal bekommen, ne? Doch, das ist nach wie vor der Aufbau vom Anfangsgebiet. Doch, das ist nach wie vor der Aufbau vom Anfangsgebiet, ja.
Bäm. Kann ich da hoch? Nein? Schade. Das ist so eine mächtige Attacke. Bäm. Aber die Typen sind auch ordentlich strong. Strong. Stark. Also, ja, stark ist strong, aber das wollte ich nicht sagen. Ja, also die halten ordentlich was aus. Merkt man schon, dass das hier... Jetzt geht's da um die Kurve. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt, dass das wirklich das genau das Anfangsgebiet ist. Ich glaube eher, es ist eine ähnliche Geschichte. Aber es ist ja wurscht. Darum geht's ja auch gar nicht. Auf jeden Fall kann man festhalten, die Gegner sind jetzt hier in der Welt natürlich stärker auch geworden. Oh, die Nuss gibt bestimmt so ein Fragment. Ja, moin. Die Nuss gibt bestimmt so ein Fragment. Ach nee, so ein Ding. Okay, auch in Ordnung. Oh mein Gott. Wieso kommt da wieder einer? Haben wir es jetzt? Oh, da ist ein Schlaf-Kirby. Ich kann mich einmal richtig heilen. Mittlerweile haben wir ja mehr Schlafmöglichkeiten. Hui. Ja, das heilt halt einfach komplett. Mein Hammer ist weg. Oh, das hat jetzt allerdings zu lange gedauert. Jetzt ist der Hammer weg. Ich hoffe, wir brauchen den nicht nochmal. Ich hoffe, wir brauchen den nicht nochmal. Und ich habe einen Boost bekommen. Okay. Und ich habe den Boost bekommen. Und zwar diesmal. Okay, hier wäre auch Heilung gewesen. Und zwar diesmal Angriffsplus. Das heißt, es ist ein random Boost, den man bekommt. Das ist voll nice. Einfach so Zufallsboosts. Oh, oh. Oh. Das feiere ich ja schon. So, aber wir brauchen den letzten Kristall, ne? Ich hoffe, der kommt hier oben jetzt noch. Ich hoffe, der kommt noch, der Kristall hier irgendwo. Da unten ist ein Schalter. Wait a moment. Also ich... Habe ich den jetzt verpasst, den letzten Kristall? Bin ich doof? Weil das fühlt sich jetzt nicht so an, wie wenn der hier noch Lust hätte aufzutauchen, ne? Wir gehen noch mal kurz hier runter. Ach, hier hinten, siehst du mal. Wusste es doch. Ich habe es doch gewusst. Oh, drei Stück. Okay. Alles andere wäre auch echt komisch gewesen. So, ein Fünftel in dieser Welt haben wir damit schon an Leos Seelen gefunden. Die Dinger gehen nicht kaputt, ne? Da kann ich nichts machen. Nein, die juckt das alles überhaupt nicht, was hier passiert. Aha. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass diese Welt jetzt doch etwas anspruchsvoller ist. Da unten haben wir das Auto bekommen, stimmt's? Ich glaube, da unten haben wir das Auto bekommen. Okay, der will jetzt hier, dass ich wechsle. Will ich den Stacheltyp oder will ich den Eistyp? Wir nehmen den Eistyp. Kommt jetzt ein Kampf? Natürlich. Nice. Oh, nice. Wir haben den komplett gefroren. Sehr geil. Tschüss. Das
Sehr, sehr cool. Okay, ja, und an der Stelle haben wir das Auto bekommen. Sieht aus, als hättest du an diesem Ort bereits alle Fragmente von Lysine. Lass uns mal im nächsten Gebiet nachsehen. Okay. Sagt er Bescheid, wenn wir alle haben. Das ist sehr praktisch. Und jetzt geht's dann wahrscheinlich in eines der Level aus Welt 1. Das heißt, man wechselt wirklich so ein bisschen die Level durch. Oder? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Aus welchem Level? Ja, doch, das ist aus der Höhle. Aus der Höhle, wo wir das Feuer an- und ausgemacht haben. Da ist das jetzt her. Ich erinnere mich. Na, das war eigentlich unterirdisch. Das wirkt jetzt gerade gar nicht unterirdisch. Doch, ich erinnere mich an den Abschnitt. Also man geht die alten Abschnitte durch. So, es werden keine neuen Level sein in dem Sinne. Sie sind aber anders aufgebaut und man findet jetzt diese Seelen dort. Okay. Das ist in Ordnung. Das bestimmt jetzt mit den... Okay, da brauche ich den Dings für. Irgendeine Fähigkeit. Hier ist doch bestimmt so ein Kristallding drin. Okay, doch. So, aber hier ist irgendwas drin. Da brauche ich den Dings für... Ja, genau, den brauche ich. Genau den. Okay. Den muss ich safe auch behalten. Ja. Hier ist noch eine Mütze. Das ist so wild und spannend. Aber hier vielleicht? Jawohl. Okay, ich warte auch noch drauf, dass in irgendeiner von den rauf- und runterfahrenden Dingern wieder was drin ist. Sieht aber aktuell nicht danach aus. Aha, okay, das ist aber nur für Münzen. Ah, nein, es ist nicht nur für Münzen. Wir machen immer alle kaputt. Sicher ist sicher. Sehr schön. Okay, er sagt jetzt noch nicht, ich habe hier alle, also gehe ich auch noch nicht durch die Tür, weil ich kann ja auch noch hier hoch. Das ist ja im Original auch gewesen. Ja, da ist noch ein... Nee, das... Was ist das denn? Ach so, eine Kapsel. Okay, aber er sagt jetzt nicht, ich habe hier alles. Habe ich jetzt hier alles? Und die Tür ist einfach nur halt, hey, du kannst jetzt weiter? Weil ich komme ja nicht zurück, wenn ich nicht alles habe. Und gerade hat er nichts sich gerührt. Sonst hat er sich gerührt vorher. Habe ich was verpasst oder sagt er vor der Tür einfach nichts? Ich bin skeptisch. Ich wäre nicht skeptisch, wenn er vorher nichts gesagt hätte. Aber so bin ich skeptisch. So, hier haben wir angefangen, ne? Aber hier ist nix, gell? Ich wüsste nicht, was hier sein soll. Nee. Ärgerlich wäre es, wenn ich jetzt hier ganz umsonst zurückgehe. Aber vorhin hat er halt gesagt, als ich alle hatte. Und jetzt sagt er nichts. Und wir würden aber jetzt gleich das Gebiet verlassen. Wo kommt ihr denn jetzt her? Kamen die jetzt einfach plötzlich? Hm. Hier irgendwo rein? Nee, da ist auch nichts. Hm. Ich bin noch nicht überzeugt. Oh, ich kann hier rüber. Nee, kann ich nicht. Okay, schade. Thank you.
glaube, da geht es auch nirgendwo. Ist auch nichts mehr. Ich wüsste nicht, wo noch was sein könnte. Ich bin halt nur irritiert, weil er sich nicht gerührt hat. Aber vielleicht hat er sich ja nur vorhin gerührt, so als Bonus. Und jetzt rührt er sich halt nicht mehr. Weil er keinen Bock mehr hat. Ja, ne? Also ich habe alles nochmal abgeguckt. Kann keiner sagen, ich habe was, ich habe mich nicht. Also ich hoffe, wir haben alles. Aber er hat sich nicht gerührt. Das heißt, wenn was fehlt, komme ich nicht zurück. So, das ist der Punkt. Und jetzt sind wir bei dem Rolllevel, okay. Also bei dem Rollfelsen-Level. Okay, ich nehme an, wir wollen jetzt Bomben nehmen. Ich nehme mal Bomben. Okay, erstmal hole ich die Viecher da runter. Oder so. So, machen Abflug. Ach, da ist Schlons. Jetzt sehe ich den Schlons erst. Ich habe den Schlons nicht gesehen. Oh mein Gott, bin ich blöd. Okay, das geht irgendwie anders auf. Ah, ich sehe auch schon viel. Okay, da ist nichts weiter. Oh, ich sehe es jetzt schon kommen, dass wir ganz viele Level haben werden, wo ich am Ende mit 49 oder so Münzen rausgehe und dann kann ich suchen, wo die ist, die letzte. Genauso wird es kommen. So, hier konnte man ja nach hinten gehen, da ist bestimmt jetzt auch wieder was. Ich denke, wenn einmal ein Secret bei sowas ist, ist es auch zweimal ein Secret bei sowas. Jo. Auch hier nur eine Tomate. Aber die ist gerade wichtig. Die ist gerade tatsächlich wichtig auch gewesen. Insofern gut, dass das da ist. Aber mehr tatsächlich nicht. Okay, also nichts, wo man zwingend hingewusst hätte. Da hoch kann ich ja nicht, ne? Wollte ich damals nicht, kann ich heute nicht. Dann kommt gleich der Teil, wo man die Schussfähigkeit benutzt hat, aber hier nicht. Hier benutzt man die andere Fähigkeit. Okay. Hoppala. What the heck, Kirby? Halten aber auch nicht sonderlich lange. Okay, ich muss springen und dann geht das. 1, 2, 3. Okay, so geht's auch. Das habe ich mir tatsächlich komplizierter gemacht, als es war. Ups. Ist in Ordnung. So. Schwert? Ja, okay. Kein Schwert. Der kommt auch nicht wieder. So, jetzt kommt der rollende Felsen von oben. Wenn jetzt auf dem Weg irgendwas zum Einsammeln ist... Oh Gott, ich hoffe, ich krieg's gleich mit. Nee, tatsächlich nichts. Das war knapp. Aber natürlich ist dieses Secret auch wieder da, dass man die schnell sein muss, die Schalter zu drücken. Okay. Aber ich sehe was. Oh mein Gott, das ist ja voll frech versteckt.
Jetzt sagt er's. Jetzt sagt er's. Oh nein, dann habe ich was verpasst. Oh nein, dann habe ich was verpasst. Ach, scheiße. Aber wo? Ich bin doch nochmal extra zurückgegangen. Wo in dem Höhlenabschnitt war denn da noch was? Oder sagt er das immer erst vor einem Stern und es war jetzt nur so eine Tür und deswegen zählt das nicht als Abschnitt, in dem es sich rührt? Wir werden es rausfinden, wenn wir am Ende des Levels sind und alles haben. Dann weiß ich, dass er es nicht jedes Mal sagt. Nicht bei Türen, sondern nur bei so Sternen. Jetzt sind wir im Einkaufszentrum. Schwer zu erkennen. Im Einkaufszentrum mit Jahrmarkt-Feeling. Okay. Kann man mal machen. Ha, halt! Feuer! Oh, ich wollte die Feuerfähigkeit mir holen. Kommt die nochmal? Aha. Jawollo. Oh, auf der anderen Seite auch nochmal. Okay. Oh. Nur eine Coin. Ah, okay. Da ist was. Mehr ist hier nicht, ne? Mehr ist hier nicht. Okay. Aua. Okay, so, die muss ich mit Sicherheit einsammeln. Ah, dahinter ist so ein Ding. Aua. Da wäre wieder so ein Stacheltyp wie. Oh, da wollen wir ran. Ich weiß noch nicht, wie wir da rankommen. Oh, achso, doch, ich weiß, wie wir da rankommen. Okay. Kann ich da auch hoch? Nein, okay. Ja, das habe ich gesehen. Okay. Das ist wieder so ein Hammertyp. Okay, aber den haben wir mitgenommen. Jetzt ist Feuer. Okay, jetzt holen wir uns Feuer. Bevor das nochmal weg ist, holen wir uns lieber Feuer. Ich habe so das Gefühl, wir brauchen das gleich. Eisblöcke sind oder weiß ich nicht. Ah, ich muss in die andere Richtung, ich trottel. Genau in die Richtung. Aua. Und der letzte ist wahrscheinlich da oben. Ja. Nice. Nice. Wieder ein Dreier. Oh, dann haben wir hier auch schon alles. Okay. Kommt jetzt ein Stern oder eine Scheiße? Okay, jetzt bin ich überzeugt, dass ich was verpasst habe. Aber dann verstehe ich erst recht nicht, wo. Ich bin doch nochmal extra zurück sogar. Shit. Aber dann weiß ich für die Zukunft, er sagt immer Bescheid, wenn man alles hat. Und wenn man nicht alles hat, sollte man nicht... Ups. Sollte man nicht weitergehen. Ja, ist jetzt natürlich zu spät. Machst du nix. Aber ist halt so. Nach oben. Jawohl.
Okay, also es wird am Ende genau eine fehlen. Ich sehe es jetzt schon kommen. Es wird am Ende einfach genau eine fehlen, weil es immer so ist bei sowas. Da unten ist eine, die sehe ich. Sehr schön. Ja, gut, das ist in Ordnung. Oh, lol! Das ist einfach so ein Stein. Okay. Ja, habe ich auch nichts dagegen. Nehme ich auch mit, so ist nicht. Ja, oh, ein Dreier. Okay, hier haben wir auch alles. Einfach so ein Sternding. Das ist ja cool. Okay, dann kommt hier jetzt ein Stein. Ein Stern. Jawohl. Okay, anscheinend soll ich die Flugfähigkeit, nicht Flug, aber die Windfähigkeit mir holen. Na dann. Ab dafür. So, what now? Ach, und der Boss kommt auch nochmal dann, oder wie? Aber dann fehlen jetzt 6 Dinge. Okay, aber vielleicht kommen die im Finalkampf auch nochmal. Dann hat man jetzt eine spezielle... Also dann hat man auch spezielle Bosskämpfe. Sind die jetzt nochmal aufgewertet oder was? Hilfe. Und bekomme ich dann da die letzten... Okay. Gorillas Phantom. Komme ich dann da als die letzten, Oh, oh. Aua. Bekomme ich dann da als die letzten Dinger oder habe ich jetzt einfach 6 Stück verpasst? Kann ja nicht sein, dass ich 6 Stück verpasse. Mann, ich treffe den nicht. Beziehungsweise nur, während er mich trifft. Ich mache immer nur Schaden und Gegenschaden, also das ist noch nicht so ganz das Wahre. Ich meine, wahrscheinlich kann man den auch ganz normal besiegen, ohne jetzt die Fähigkeit zu nutzen. Ach, ich kann ja mal Feuer auf den schicken. Hier, bitte. Oh. Yo! Ja, okay, ich sehe schon, die Bosse werden jetzt genau die Fähigkeit... Ah. Ja, ja. Ist okay, wir spielen das ohne Fähigkeit. Oh je. Nicht getroffen. Nein! Oh Gott. Oh Gott. Eieiei, ja, der hat mich. Das war nicht so gut. Ja, das war nicht so gut. Okay. Dann vielleicht lieber die Fähigkeit, weil davon kann ich aus der Ferne hin. Das ist vielleicht effektiver. Aber wo kommen die letzten 6 Dinger her? Also eins könnte ich mir vorstellen, wie gesagt, habe ich verpasst in der Höhle. Eins. Ah, dann fehlen ja noch viel... Hä, wieso hat das nicht getroffen? Achso, deswegen. Ah, dann fehlen ja noch viel mehr. Oh, das geht durch ihn durch. Ah, das ist ja doof. Ja,
gut, aber so ist besser. Scheiße. Okay, ich muss da... Mann, ich kann dem nicht entkommen. Wozu kann ich überhaupt... Oh, oh, ich bin ihm entkommen. Okay. Jetzt habe ich ihn erwischt. Jetzt habe ich ihn erwischt. Okay, es kann ihn doch erwischen. Sehr schön. Das kann ihn doch erwischen. Sehr gut. Lass das. Nice. Ah! Ausweichen. Okay, doch nicht ausweichen. Oh, Junge! Da war ich jetzt nicht ganz so gut an der Stelle. Aua! Oh Gott, die Katze in der Fähigkeit. Also die Katze in schwieriger wird unangenehm. Katzandra oder wie sie hieß. So. Sehr schön. Ja, jetzt kommt die Drehattacke, die kennen wir auch schon. Ja, ist in Ordnung, lasst es einfach. Nein, Ausweich. Oh Mann. Ach Mann. Ah. Geh weg. Aua. Jetzt will es aber nochmal wissen hier, der Kollege. So. Zack. Und tschüss. Sheesh. Okay, zum Glück müssen wir bei denen keine Missionen machen, im Sinne von lass dich nicht treffen oder sowas. Da hätte ich jetzt nicht so Lust drauf. Okay, das sind fünf Stück. Ja, das sind fünf Stück und eins fehlt. Aber wo? Ich bin nochmal extra zurück. Wo? Ich bin doch extra nochmal zurück. Ach, das ist doch... Das ist so typisch. Diese... Oh, Vierer-Serie mittlerweile, okay. Das ist so typisch, diese 49... Oh. Das Gute ist, wir wissen, in welchem Gebiet. Wir wissen, in welchem Gebiet ich nochmal rein muss, aber... Aber das ist doch dumm. Wo soll das denn sein? Kann ich jetzt wenigstens das Gebiet aussuchen oder muss ich alles nochmal spielen? Ich muss safe alles nochmal spielen. Bis zum Boss. Safe. Natürlich. Ah, okay. Ja, und jetzt sagt er auch, wir dürften alle Fragmente von Leon in diesem Gebiet gefunden haben. Ja, das ist toll. Dann lass mich in das Gebiet, wo ich sie nicht gefunden habe. Anstatt meine Zeit zu verschwenden. Er zeigt jetzt aber auch nochmal an. Das heißt, man weiß gar nicht zwingend sofort, hat man das oder hat man das noch nicht. Er zeigt es nämlich an, als... Okay, als hätte man es noch nicht. Oh mein Gott, okay. Ja, gut. Wir brauchen erstmal Energie, aber wir kriegen dann ja da drüben... Wir kriegen dann ja da drüben gleich den Schlaf-Kirby, ne? Der kommt ja gleich, der Schlaf-Kirby. Bam. So, davon ist der Schlafkörper. Den ganzen Quatsch hier brauche ich jetzt auch nicht mehr.
Ich habe ihn getötet, ne? Oh mein Gott, ich habe ihn gekillt. Ups. Naja, dann immerhin die Energie. Upsi, ich wollte ihn nicht killen. Das ist passiert. Au. Ah, ich verstehe. Die Gegner waren vorne in so einem Schatten gehüllt. Und die Schattengegner, die geben zusätzlich nochmal so ein Dings, wenn man es nicht sieht. Ich verstehe, okay. Halt, stopp! Wir wollen den wieder... Dingsen hier. Okay. Ich habe das Gefühl, dass mit dem Eintritt klappt diesmal nicht so gut. Aua. Ah, jetzt. Schade. Weniger als ich gehofft hatte. Warum macht er denn jetzt den die ganze Zeit? Alter! Ich habe doch vorhin auch die ganze Zeit schießen können. Ah, jetzt. Ich darf nicht dauernd drücken. Das war der Fehler. So muss ich's machen. Ja, okay, alles gut. Alles gut. So, aber jetzt, wie gesagt, jetzt kommt die spannende Frage. Wo der Dings ist. Weil hier jetzt in dem Gebiet haben wir ja nicht alle. Sagt er das jetzt auch eigentlich? Wir müssen hier nur noch ein Fragment finden. Ja, aber wo? Bin ich so unfähig? Also, was habe ich denn übersehen? Unten drunter oder was? Nee, das ist auch nichts. Ich bin wirklich gespannt, weil ich habe doch hier echt alles relativ gut durchguckt. Darüber fliegen oder irgendwie so ist da oben irgendwas drauf. Ich kann da hoch. Kann ich hier irgendwo hinfliegen? Nee, ne? Nee, aber ich konnte da hoch. Ja, cool. Aber, also ich bin ja sogar zurück. Das ist das, was mich gerade echt am meisten wurmt. Ich bin ja sogar zurück, weil ich habe noch vermutet, dass hier was ist. Und ich habe es trotzdem nicht gefunden, obwohl ich explizit geguckt habe. Und jetzt, wo ich halt sicher weiß, dass noch was fehlt, muss ich erst recht nochmal gucken. Das gibt's doch nicht. Was kann ich denn da verpasst haben? Hier kann ich auch nach hinten, hier kann ich nicht nach hinten. Ich kann mir nur eine Sache vorstellen. Ich bin damals nicht mit dem Ding hier zurückgelaufen. Ist hier vorne noch eine Kiste, die ich kaputt machen kann? Aua. Kann ich hier vorne noch was kaputt machen mit dem Teil? Nee, ne? Nee.
hier ist nichts. Nee, hier ist auch nichts. Ernsthaft? Wie habe ich das denn nicht... Hä? Wie oft war das im Bild und ich habe es nicht gesehen? Wie... Was? Ich will nicht ins nächste... Kann ich jetzt raus und es wird gespeichert? Ich muss alles nochmal machen. Inklusive Boss, ja? Okay. Ich hab's gefürchtet. Ich meine, ich muss nicht die Fragmente nochmal sammeln, aber wieso kann man nicht einfach raus? Warum muss das komplette Level abgeschlossen werden? Das verstehe ich nicht. Alt, ich wollte die Kapsel mitnehmen. Ja, scheiß drauf. Zu spät. Ja, ich weiß, dass wir alle Fragmente haben. Deswegen würde ich auch gerne einfach raus hier. Oh, come on. Das ist halt echt einfach nur Zeitverschwendung. Es ist halt einfach nur Zeitverschwendung. Und nochmal durchs Einkaufszentrum. Also da... Ich weiß nicht, das finde ich wirklich dumm. Mal wieder. Weil gerade jemand, der halt nicht so viel Zeit hat, der ist von sowas halt genervt. Also, keine Ahnung. Es ist doch nicht zu viel verlangt, zu sagen, hey, du kannst das Level verlassen und die Fragmente werden gespeichert. Hä? So, wo ist denn der Sinn dahinter, das alles nochmal machen zu müssen? Ich meine, das Spiel ist schön gemacht. Gar keine Frage. Aber wieso denkt man an sowas nicht als Entwickler? Oder denkt man schon bewusst dran und wollte es einfach nicht, weil man sagt, nee, der soll nochmal alles spielen. Wenn er das vergisst, selber schuld, muss er nochmal alles spielen. Nee. Mich würde ja nur interessieren, ob die dran gedacht haben und das eine bewusste Entscheidung ist oder ob die an sowas überhaupt nicht denken. Das würde mich interessieren. Weil sie machen so tolle Sachen wie diese ganzen Easter Eggs und alles. Das ist großartig. Aber solche Entscheidungen verstehe ich dann einfach wieder nicht. Oh, Bruder. Und wir sind durch. Oh
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das muss doch auch ordentlich Schaden machen. Ja, sehr schön. Scheiße. Ah, oh, da hat sich schon... Ah, jetzt hat sich meine Schwertfähigkeit, die wichtigste, die ich habe, verabschiedet. Mist. Kann ich mich nicht mehr schießen jetzt. Das ist ärgerlich. Ach, Mann. Ach Mann! Nee, man kommt. Also, nee. Mit Nahkampf kommt man den überhaupt nicht mehr ran. Mit Nahkampf kommt man den überhaupt nicht mehr ran. Ich krieg keine Energie zurück, also kann ich das Schwert eigentlich abgeben. Ja, komm, nee, das bringt so nix. Das bringt so leider nichts. Schade. Mann! Rebelt er wieder? Oder? Oh, ich war doch hoch. War ich nicht hoch genug? Was zur Hölle? Verrückt. Steine sind nur vor, oh mein Gott. Ich bin tot. Ach, komm schon. Jetzt macht er seine Wirbelscheiße. Nein, ich verfehl auch noch. Ja, dann muss ich es halt wieder mit dem Schuss machen. Mit dem Entdecker. Es darf doch nicht wahr sein, dass ich jetzt zum zweiten Mal verfehle. Ich raste aus. Okay. Also Schwert war cool, solange ich die Fähigkeit hatte zu schießen. Aber wenn die Fähigkeit weg ist, ist leider vorbei. Ups. Nein, 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 nein. Okay. Muss richtig brutal mit dem Controller umgehen, damit ich da rauskomme aus dem Grabbel. Oh Mann, ey. Ja, ich dachte, ich kann ausweichen. Hat nicht funktioniert. Oh, man kann in der Mitte durch. Okay, auch interessant.
Er ist gleich down. Also mit der Fähigkeit ist er halt super easy. Mit allem anderen ist er leider nicht so super easy. So, mach dich weg. Aber dass man das alles nochmal... Das waren jetzt gefühlt 10... Das waren 10 Minuten oder mehr. Ich weiß nicht, wie lang war das jetzt? Ich glaube, das waren mehr wie 10 Minuten, die ich jetzt für alles nochmal gebraucht habe. Ach, weiß ich nicht. Bin ich kein Fan von. Aber ich weiß jetzt für die Zukunft, sobald mir ein Gebiet nicht sagt, dass ich alles habe, nicht weiter. Definitiv noch suchen. Das passiert nur ein einziges Mal. Das passiert nur ein einziges Mal. So. Okay. Dann jetzt aber. Achso, wir gucken mal, was passiert. Ob noch irgendwas passiert wegen 50. Aber ich schätze nicht. Na gut, kriegt halt einen richtigen Stern. Okay. Hier tauchen jedenfalls keine Zusatzdinger mehr auf oder so. Ah, ich wollte eigentlich gucken, ob der Dings nochmal auftaucht, der Stein. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ist aber auch jetzt egal. Okay, dann nächstes Mal der Abschnitt mit den Wasserdingens und Meer und alles Mögliche, was da war. Das waren ja an sich coole Level. Mal gucken, was sie da alles rausgezogen haben. Gibt ja einige Möglichkeiten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage